Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mich bei den beiden direkt vor mir redenden Kollegen noch mal ganz herzlich bedanken für ihre Ausführungen. Es ist ja selten so, dass das Haus sich so einig ist, dass man in dieser Frage, die wir mit großer Mehrheit beschlossen haben, uns gemeinsam wieder dafür aussprechen, dass das, was diese rechtsradikale Truppe rechts von mir hier so zum Besten gibt, nicht wahr wird. Man merkt, wählen kann entscheiden. Wer diese Herrschaften am äußerst rechten Rand wählt, der weiß, was er kriegt. Wir hatten heute Haushaltsausschuss. Und im Haushaltsausschuss hat mir dann Herr Böhringer zu meiner Ehe gratuliert. Herr Böhringer gehört ja Ihrer Fraktion an. Ich bin nun jetzt vor 10 Tagen mit meinem Mann verheiratet worden. Wir haben das gemacht in der Hauptkirche St. Katharin in Hamburg. Die Pröbstin und Hauptpastorin hat die Rede gehalten. Sie hat davor gewarnt, dass dieses Land nicht weiter nach rechts rücken darf. Und den einzigen Konflikt, den ich mit meiner Hauptpastorin und meinem Mann hatte, war, ob wir "Geh aus, mein Herz, und suche Freud" alle 15 Strophen singen oder nur 6. Ich habe nur 6 zugebilligt bekommen, ich habe verloren. Ansonsten habe ich durch diese Ehe gewonnen. Ich bin da sehr glücklich und ich habe keine wirkliche Lust, mich ernsthaft mit dem Unsinn, den Sie heute vortragen, zu beschäftigen, weil es in der Sache etwas ist, was niemand etwas wegnimmt, was inzwischen mehrtausendfach in dieser Republik geschlossen worden ist, was zum gesellschaftlichen Frieden dieses Landes beigetragen hat. Ihre Bemerkungen, die ja so zwischendurch gerade beim Kollegen von der FDP gekommen sind, waren hinreichend dümmlich. Ich glaube, dass man sehr aufpassen muss, wie man mit den Gefühlen von Menschen spielt. Die Ehe für alle ist ein gesellschaftliches Konsensthema. Es gibt Zustimmungswerte in der Bevölkerung zwischen 70 und 80%. Dass Sie da nicht zugehören, das weiß ich, das ist auch in Ordnung. Verfassungsrechtler sind inzwischen einhellig der Meinung, dass der Ehebegriff in Artikel 6 ein entwicklungsoffener Begriff ist. Und ein von der CSU-Regierung in Bayern in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten hat bestätigt, dass das, was wir hier im Deutschen Bundestag gemacht haben, rechtens ist. Und wenn es schon die CSU bestätigt, dann kann es ja selbst die AfD vielleicht mal irgendwann glauben. Ihre Fixierung auf diese Themen ist am Ende immer peinlich. Sie machen immer wieder Themen stark hier im Bundestag, die ehrlicherweise mit der Lebensrealität vieler Menschen gar nichts zu tun haben. Sie kommen mit Gender Mainstreaming an, sie kommen mit irgendwelchen Meldeportalen an, wo Schüler sich über Lehrer beschweren können. Sie reden darüber, über Coming Out, indem sie den ganzen Kirchentag damit in Verruf bringen. Herr Höcke redet über gewollte und ungewollte Sexualpraktiken. Das möchte ich mir bei Herrn Höcke alles gar nicht vorstellen. Und wenn wir uns das hier überlegen, dann weiß man doch, dass das nicht das ist. Es ist weder Wohnungsbau, es hat nichts mit einer sicheren Rente oder einer vernünftigen Versorgung im Gesundheitsbereich zu tun. Und ich finde, auch als Fraktion kann man ein bisschen loyaler der eigenen Fraktionsvorsitzenden gegenüber sein. So kann man doch mit seiner eigenen Fraktionsvorsitzenden nicht umgehen. Frau Weidel lebt mit ihrer Frau in einer eingetragenen Partnerschaft, hat die Kinder adoptiert. Und wenn Sie als Fraktion Ihrer Fraktionsvorsitzenden Ihr eigenes Leben hier vorwerfen und so Ihren Lebensentwurf kritisieren, dann ist das unanständig. Aber diskutieren Sie das doch lieber bitte in Ihrer Fraktion und behelligen Sie weder die anständigen Bürger in diesem Land noch uns damit. Vielen Dank. Die Kollegin Doris Achelbelm ist die nächste Rednerin für die Fraktion Die Linke.